So Leute, herzlich willkommen zum dritten Video hier zu sehen, mein Geburtstag. An diesem Tag bin ich 30 Jahre alt geworden und was gibt's nicht Besseres wie Weltmeisterschaft in Teutschenthal. Im Mai war das, ja, Wasser war noch kalt, viele Fans waren da unten am See, da hat man immer am besten hier gecampt damals. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch erlaubt ist. Hier noch, da sind wir noch auf den Berg gegangen, da habe ich noch per Telefon gerufen, heb dein Fahrrad hoch. Oh ja, war richtig schön. Und schon geht's los hier mit Pflichttraining. Michael Pichon, der Weltmeister von 2003, war auch da. Hier der Teamkollege von Stefan Everts. Milot, genau. Cedric Milot. Start Nummer 7. Ja, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch fährt. Und hier der Newcomer in der MX1, Steve Ramon. Der war, glaube ich, auch Weltmeister 2003 in der MX2. Und hier der achtfache Weltmeister zu dem Zeitpunkt, Stefan Everts. Den kennt ja jeder von euch. Und hier mein Idol, Joel Smets, der auch fünfmal Weltmeister war. Hier mit die brandneue Suzuki 450er, die ja dann serienmäßig 2005 rauskam. Er hatte die schon eher früher. Weiß auch nicht warum. Und hier Zeittraining jetzt für Smets. Der hat ja seine Karriere 2005 beendet. Hier ist Ivos auch noch mit bei von Joey Smets, der Teamkollege auf die Werkstatt. Ja, da sind die jungen Wilden mit die alten Hasen zusammengefahren 2004. Wahnsinns-Fahrstil. Und hier, wie gesagt, achtfacher Weltmeister bis zu dem Zeitpunkt. Das sieht so ruhig aus, wie der fährt. So sauber und war der schnellste auf dem Planet und der erfolgreichste Motorcrosser. Ja, und hier Tanne Leok mit dem Zweitakter Suzuki. WM-Debüt. Und ich möchte behaupten, der war mal auf Werkskawasaki auch Vize-Weltmeister. Wenn ihr das besser wisst, dann schreibt mal unten in die Kommentare. Geil, guck mal, richtig Sound. So, hier ein kleiner Quiz. Schreibt unten in die Kommentare, wer dieser Fahrer ist. Außergewöhnlicher Fahrstil. Aber schnell. Hier noch auf Saarholz Honda. War das letzte Jahr, wo Saarholz noch auf Honda gefahren sind. Und hier jetzt die letzten Aufnahmen noch von Pichon, weil er gleich mächtig auf die Fresse fliegt. Und da mussten sie das Training dann abbrechen. Ja, der hat sich da irgendwann am Halswirbel getan, aber unglaublich, der nächsten Tag hat er schon wieder am Start gestanden. Ja, richtig harte Hunde, du müssten mal die Fußballer sehen. Ja, jetzt geht's schon los mit dem ersten Lauf. Und Ryan Jorgensen hatte ja Pole Position mit seinem Startnummer 8 auf Honda. Der ist an diesem Wochenende wie ein Gott gefahren. Hier Leute, könnt ihr mich unterstützen? Ein Link ist unten in der Videobeschreibung. War richtig cool. Aber ihr müsstet natürlich nicht. Ich werde mal weiter moderieren jetzt auf die Rennen. Haben sich einige gewünscht. Aber hier sieht man Ryan Jorgensen, erster vor Kevin Stivers. Steve Ramon mit der 11. Cedric Milot. Ja, hier war nach dem Gipfel noch die lange Gerade. Hier Pichon, unglaublich. Nach seinem schweren Unfall am Start, ey, Wahnsinn. Hier Tanne Leok und die Zweitakter. Da.
Einwurf, dann war es Roter. Oh, und Jürgensen wird nervös. Er hat schon mitbekommen, dass die Verfolger ja, schneller werden. Ein Dritter Emmerts. Aber Brian Jürgensen hat den Lauf gewonnen. Und das noch mit einem Feuerwerk hier gefeiert. Klasse gemacht. Also war echt eine gelungene Veranstaltung. Hier jetzt der zweite Lauf. Und das alles auf meine Bootssache war. Hier Brian Jürgensen unschlagbar in den Wochenende. Wahnsinn. Ist der in Tempo da gefahren. Aber am Ende hat er immer ein bisschen geschwächelt. Ja, da sind sie immer dann doch ein bisschen angekommen. Und jetzt hier macht er einen riesen Fehler. Oh Mann. Aber hat's gehalten, ja. Da ist ihm mit Vorderrad eingeknickt, zu weit gesprungen. Und zack, und dann bleibt fast nur hängen da an den scheiß Zaun. Wenn ihr mich unterstützen wollt, über PayPal, ganz einfach, unten in der Videobeschreibung ist der Link, würde mich riesig darüber freuen. Und wenn ihr noch mehr alte Motocross-Videos sehen wollt, was der Rote früher gefilmt hat, dann schaut einfach auf meinen zweiten Kanal vorbei, der Rote 2.0. Aber hier jetzt nochmal Joel Smiths vollen Speed, 5. Young, über den Tebel. Schaut euch doch mal das Tempo an. Wow, Emmerts und Smets und Genten. Hier ist Smets. Und hier sieht man letzte Runde schon, wie Emmerts noch rangekommen ist am Brian. Und da war das Rennen leider schon vorbei. So Leute, leider schon das Video vorbei. Ihr habt Spaß gehabt, bis dann der Rote.